Im März kam Ghostwire Tokyo auf den Markt und auch wenn die Open World im Spiel keine neue Messlatte setzt, kann man dennoch einige spaßige Stunden im digitalen Tokyo verbringen. Und natürlich gibt es wie in jedem anderen Open World Spiel einige Easter Eggs und Anspielungen, die man leicht übersehen kann. Hier also einige Easter Eggs in Ghostwire Tokyo, zuerst aber wie immer das Intro. Das erste Easter Egg, das wir uns ansehen, ist eines, mit dem sich das Entwicklerteam von Tango Gameworks selbst im Spiel verewigen wollte. Wenn man in der Handlung an dem Punkt ist, dass man Rinko suchen soll, landet man irgendwann bei einer Rezeption. Hier findet man eine Figur einer Schnecke. Das ist aber nicht irgendeine zufällige Figur, sondern das Logo des Entwicklers Tango Gameworks. Das nächste Easter Egg hat man wohl eingebaut, weil Shinji Mikami im Spiel mitgearbeitet hat. Für die, die es nicht wissen, das ist der Mann, der Resident Evil erfunden hat. In einer Nebenmission versucht man herauszufinden, woher die Musik kommt, die man in der Nachbarschaft hören kann. Wenn man der Musik gefolgt ist, trifft man auf ein Geistermädchen, das versucht ein Klavierstück zu spielen. Wenn man ihr hilft und den Geist in der Nähe reinigt, spielt sie die Mondscheinsonate von Beethoven. Der Klassiker von Beethoven tauchte auch schon in Resident Evil auf. Bei einem Rätsel bekam man das Klavierstück nämlich auch zu hören. Dass Shinji Mikami an beiden Spielen beteiligt war, ist das wohl kein Zufall. Es gibt aber noch ein anderes Easter Egg, das viel offensichtlicher an den legendären Entwickler Shinji Mikami anspielt. Hier bei der Karte kann man nämlich einen Gegenstand aufheben, der sich als Super Shinji Sticker herausstellt. Dabei handelt es sich um eine Comiczeichnung des Entwicklers, der vor dem Tango Gameworks Logo posiert. Tango Gameworks hat aber auch Anspielungen an ein anderes Spiel eingebaut, und zwar an den eigenen Debüttitel The Evil Within. Einer der vielen Gegenstände in Tokyo Ghostwire, die man finden kann, ist diese Sonnenbrille. Das ist aber nicht irgendeine Brille. Wenn man sich die Beschreibung des Gegenstandes nämlich ansieht, kann man lesen, dass diese Sonnenbrille einem legendären Detektiv gehört. Das soll wohl eine Anspielung an Joseph Oda sein, dem Partner des Hauptcharakters in Evil Within. Der hat nämlich eine ähnliche Brille. Das ist aber nicht die einzige Anspielung an The Evil Within. Im Spiel kann man nämlich auch diese Kamera hier finden. Auch hier sollte man die Beschreibung des Gegenstands genauer ansehen. Im Text wird nämlich erklärt, dass sie der Kamera ähnelt, mit der ein Serienmörder in Amerika seine Opfer fotografierte. Damit ist der Serienmörder Stefano Valentini gemeint. Der Charakter und Serienmörder taucht in Evil Within 2 auf. Die letzte Anspielung an Evil Within sind einige Blu-rays, die man in verschiedenen Wohnungen finden kann. Unter anderem auch in der Wohnung von KK. Die Titel der Filme wie zum Beispiel White Fog oder Serbian Psycho sind fiktive Horrorfilme, von denen man in Evil Within Filmposter finden konnte. Wenn ihr noch mehr Easter Eggs kennt, die in meinem Video nicht auftauchen, schreibt es übrigens gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Jetzt geht's aber mal weiter. Ghostwire Tokyo wird vom Publisher Bethesda vertrieben, also haben es sich die Entwickler nicht nehmen lassen, daran anzuspielen. Wenn man die Nebenmission Crimson Moon abschließt, bekommt man als Belohnung ein neues Outfit. Dabei handelt es sich um den Vault 111 Anzug aus Fallout 4. Denselben Anzug trägt der Hauptcharakter in Fallout 4 während des Prologs. Neben den diversen Anspielungen an andere Spiele kann man auch einige Referenzen an Filme finden. Eine davon findet ihr zum Beispiel bei der Nebenmission Letzte Riten einer Puppe. Wenn man der Spur folgt, um die verfluchte Puppe zu finden, können wir diesem Gespräch lauschen. Warum sollte eine alte Puppe überhaupt fliegen können? Keine Ahnung. Vielleicht ist sie von einem toten Mörder besessen. Du schaust zu viele Horrorfilme. Erwischt. Ich bin ein DVD-Junkie. Hä? Du streamst nicht? Was zur Hölle? Auch wenn es natürlich mehrere Horrorfilme mit verfluchten Puppen gibt, dürfte das wohl eine Anspielung an Chucky die Mörderpuppe sein. Denn die bekannte Puppe aus dem Kultfilm wurde von der Seele eines Serienmörders besetzt. Aber es gibt noch mehr Anspielungen an Horrorfilme. Die nächste findet man in der Nebenmission Plagen der Visionen. Hier spoilere ich jetzt die Story dieser Nebenmission, wenn ihr das nicht wollt, springt lieber zum nächsten Easter Egg.
In der Nebenmission ist es die Aufgabe, die Seele eines Kindes zu retten. Die Seele hat das Problem, immer eine Frau zu sehen, wenn sie die Augen schließt. Es stellt sich heraus, dass das Kind eine Augentransplantation bzw. eine Hornhauttransplantation hatte und dadurch Geister sehen konnte. Das dürfte eine Anspielung an den Horrorfilm The Eye sein, einem Horrorfilm aus Singapur. In dem Film hat eine Frau auch plötzlich die Fähigkeit, Geister zu sehen, nachdem sie eine Hornhauttransplantation hatte. Das nächste Easter Egg ist eine Referenz an den wahrscheinlich besten japanischen Horrorfilm. Im Spiel kann man einige Gegenstände sammeln, für die man von der Nekomata belohnt wird. Zwei davon sind verfluchte Videokassetten. Alleine die sind schon eine Anspielung an den Film The Ring. Das Ganze geht aber noch weiter. Wenn man die Videokassetten abgegeben hat, kann man am Fernseher das verfluchte Video sehen. Darin bekommen wir das Mädchen aus dem Film The Ring zu sehen. Noch eine Referenz an einen Film findet man, wenn man den Shiroyama-Schrein reinigen muss. Hier kann man einen Brief finden, in dem ein Kunde seine Bestellung ändern will. Unterschrieben ist der Brief mit dem Namen Ed Warren. Ed Warren ist der Hauptcharakter in den Conjuring-Filmen. Ed Warren ist übrigens eine reale Person und die Filme basieren lose an die Fälle des Dämonologen. Nur dass man in den Filmen natürlich etwas überdramatisiert. Das nächste Easter Egg könnte an zwei verschiedene Dinge anspielen. Im Keller kann man auch diese roten Schuhe finden. Zum einen könnte das eine Anspielung an den Zauberer von Oz sein, in dem Dorothy ähnliche Schuhe anhat. Wahrscheinlicher ist aber, dass die roten Schuhe eine Anspielung an den koreanischen Horrorfilm The Red Shoes sind. Im Film geht es um verfluchte Schuhe, die eine Mutter und ihre Tochter ins Unglück stürzen. Damit sind wir mit den Easter Eggs in Ghostwire Tokyo erstmal durch. Wenn ihr noch mehr Easter Eggs sehen wollt, schaut gerne mal bei meinem Elden Ring Video rein. Oder falls ihr mehr zu Firma hinter Elden Ring wissen wollt, ist auch mein From Software Video einen Blick wert. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin.